Hier spricht Osama bin Benedikt, liebe Brüder und Schwestern im Geiste Christi. Es ist wieder etwas unsäglich Böses geschehen, was meinen heiligen Zorn geweckt hat. Ungläubige Ketzer als Staatsanwälte getarnt wollen gegen den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, gegen meinen lieben Glaubensbruder Robert Zollitsch, ein irdisches Gerichtsverfahren wegen Beihilfe zum Kindesmissbrauch einleiten. Wehe den Verursachern, den Redelsführern dieser diabolischen Hetzkampagne. Doch wer sind diese Verursacher? Es sind die sogenannten Missbrauchsopfer selbst, die nunmehr zu Tätern werden. Schon allein der blasphemische Vorwurf des Missbrauchs ist doch gänzlich unangemessen. Sind doch die Gemächte der Diener des Herrn nicht mit den sündenbehafteten Genitalien ungeweihter Personenkreise zu vergleichen? Bei uns handelt es sich doch nicht um samenschleudernde Allerweltspenisse, sondern um segenspendende Hirtenstäbe. Höret also endlich auf, ihr, die ihr die Liebe des Glaubens und der Kirche in so eindringlicher Weise erfahren dürftet. Höret auf, so schändliches und verleumderisches Zeugnis eben dieser Liebe abzulegen. Ich, Osama bin Benedikt, appelliere an euer Gewissen in Demut und Zuversicht. Gebenedeit seien die Hirtenstäbe des Allmächtigen in all ihrer Pracht und Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.